Besprechungsprotokolle helfen, dass besprochene Aufgaben auch umgesetzt werden. Und dafür gibt es in Outlook und in OneNote einige sehr hilfreiche Funktionen. Und das schauen wir uns in diesem Video etwas genauer an. Viel Spaß damit. Los geht's. Wenn wir Besprechungsnotizen erstellen, dann gibt es in der Regel auch einen passenden Outlook-Termin. Und um Notizen zu einem Outlook-Termin zu erstellen, klicken wir oben in der Menüleiste auf den Button an OneNote senden. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können Notizen für uns persönlich erstellen, auf die nur wir zugreifen können, oder auch Notizen, die für alle Besprechungsteilnehmer freigegeben sind. Das heißt, alle, die wir in der Besprechung eingeladen haben. Wir wollen uns mal beide Varianten anschauen und wir beginnen mal mit der ersten Variante, Notizen, auf die nur ich persönlich zugreifen kann. Hier müssen wir jetzt erstmal einen passenden Speicherort für die Notizen in OneNote auswählen. Nachdem wir die Notizen nur für uns selbst festhalten wollen, wird man hier eher ein Notizbuch wählen, auf das nur ich persönlich Zugriff habe, das zum Beispiel auf OneDrive gespeichert ist. Ich nehme mal hier mein Projektnotizbuch und speichere das Ganze im Abschnitt Schnelle Notizen. Okay. OneNote hat jetzt eine neue Seite erstellt in dem Abschnitt, den wir ausgewählt haben, und hat bereits alle Details aus dem Outlook-Termin übernommen. Das heißt, den Titel des Termins hat er übernommen für die Überschrift hier, dann Besprechungsdatum und Uhrzeit, den Besprechungsort, auch eine Einladungsnachricht, wenn es dort zumindest Text gab in dem Outlook-Termin, und auch die Teilnehmer. Das heißt, all das wurde automatisch übernommen und ich muss das nicht nochmal jetzt von Hand kopieren, nochmal abschreiben und spare mir die Zeit und kann jetzt direkt anfangen, Notizen hier zum Termin einzutragen. Ein zweiter Vorteil aus meiner Sicht ist, dass OneNote und Outlook jetzt verknüpft sind, der Termin und die Notizen. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal den Termin mir anschauen möchte, nochmal irgendwo ein Update eintragen will oder irgendwas, dann muss ich nicht im Kalender in Outlook lange suchen. Ich kann direkt hier klicken, Link zum Outlook-Element. Und dann wird mir der passende Termin direkt geöffnet. Auch aus der anderen Richtung, wenn ich im Termin bin und wissen möchte, Mensch, was gab es denn da für Notizen, kann ich auch direkt hier nochmal klicken. Und dann springt er auch automatisch, weil eine Verlinkung da ist, zur richtigen OneNote-Seite mit meinen Notizen. Das finde ich wirklich sehr praktisch, dass da eine automatische Verlinkung da ist. So, das war das erste, Notizen für mich persönlich. Jetzt schauen wir uns das gleiche nochmal an, wenn wir Notizen fürs ganze Team oder für die ganze Besprechungsteilnehmer erstellen. Wir sind wieder in unserem Outlook-Termin und möchten diesmal ein Besprechungsprotokoll erstellen, auf das alle unsere Besprechungsteilnehmer auch zugreifen können. Also wir klicken nochmal auf an OneNote senden. Diesmal die erste Variante, Notizen für die Besprechung freigeben. Okay? Nun müssen wir wieder einen passenden Speicherort für die Notizen in OneNote auswählen. Achtung, das ist jetzt wichtig. Nachdem wir dieses Mal die Kollegen auch auf die Notizen zugreifen lassen wollen, müssen wir ein passendes Notizbuch wählen, für das die Kollegen jetzt schon Zugriffsrechte haben. Also ein Notizbuch auf OneDrive, das wir ihnen freigegeben haben, oder auch ein Notizbuch auf SharePoint, auf das sie Zugriff haben. Ich habe hier ein Notizbuch-Block. Darauf haben Sie Zugriff, da habe ich einen Abschnitt Besprechungen, den wähle ich jetzt aus für unser Protokoll. Okay? So, was ist jetzt passiert? In Outlook, im Termin, wurde uns hier ein Link eingefügt, mit dem wir zu den Notizen kommen. Das ist sehr praktisch, weil das auch für die Kollegen am einfachsten ist. Das heißt, wir können natürlich hier oben auch nochmal klicken. Da ist jetzt hier fest eben diese Notiz verlinkt, aber man kann genauso auch hier direkt klicken auf den Link. So, jetzt sind wir eben im Notizbuch-Block im Abschnitt Besprechungen und haben hier genau das gleiche wie vorher, nur dass wir es eben jetzt in dem Notizbuch gespeichert haben, auf das alle zugreifen können. Wir können jetzt unsere Notizen hier erfassen und so weiter. Wichtig, dass wir auf jeden Fall jetzt noch einmal hier ein Update senden müssen, dass die Kollegen dann auch in ihrem Kalender eben den Link im Termin dann entsprechend gespeichert haben. Noch eine kleine Anmerkung am Rand. Wenn ihr bereits in OneNote seid und Notizen zu einer Besprechung erfassen wollt, ohne Umweg über den Outlook-Kalender, könnt ihr auch direkt hier sagen,
Besprechungsdetails einfügen. Dann wählt ihr den entsprechenden Tag, in diesem Fall der Montag, und die entsprechende Besprechung hier, Details einfügen, dann habt ihr genau das gleiche Ergebnis, ohne einen Umweg über den Outlook-Kalender machen zu müssen. Also, egal welche der Varianten wir jetzt genutzt haben, um die OneNote-Seite zu erstellen, jetzt geht es darum, ein gutes und hilfreiches Protokoll zu schreiben. Und in der Regel schreibt man kein Verlaufsprotokoll, in dem Wort für Wort alles festgehalten wird, denn keiner hat die Zeit, das später noch zu lesen. Meist reicht ein Ergebnisprotokoll, in dem man die Ergebnisse der Besprechung festhält, also wer macht was bis wann. Und für eure Protokolle habt ihr sicher schon irgendwie eine Vorlage. Wenn nicht, würde ich euch empfehlen, euch einmal eine Vorlage zu erstellen. Das spart Zeit, wenn man das nicht jedes Mal von Hand neu erstellen muss. Ich habe meine Vorlagen beispielsweise alle in einem Abschnitt gesammelt, der heißt bei mir Kopiervorlagen. Und da kann ich mir dann irgendwie solche Textbausteine, solche Vorlagen einfach kopieren und entsprechend einfügen an einer anderen Stelle, wo ich sie dann brauchen kann. Also, ich habe schon mal ein paar Aufgaben hier in meinem Ergebnisprotokoll notiert. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Schritt. Es reicht nicht, die Aufgaben hier in OneNote zu notieren. Das ist zwar sehr wichtig, damit die Kollegen an einer zentralen Stelle die ganzen Besprechungsergebnisse nachlesen können. Aber das reicht nicht. Ich muss die Aufgaben, die ich erledigen soll, auch auf meiner persönlichen Aufgabenliste in Outlook stehen haben. Das heißt, ich markiere hier mal die Aufgaben, um die ich mich kümmern soll. Und jetzt kann ich hier oben sagen Outlook-Aufgabe und mir direkt aus dem markierten Text eine Outlook-Aufgabe erstellen. Heute, morgen, übermorgen, ich kann aber auch sagen Benutzer definieren, dann kann ich ein benutzerdefiniertes Datum auswählen. Zum Beispiel die Aufgabe, darum kümmere ich mich zum Beispiel am Montag. Und ich habe hier noch eine zweite Aufgabe. Auch da könnten wir sagen, okay, Benutzer definiert. Da kümmern wir uns entsprechend am Dienstag darum. So, wir müssten also jetzt zwei Aufgaben in Outlook erstellt haben. Wir schauen mal nach. So, Outlook-Aufgabenliste hier. Wir haben tatsächlich hier eine Aufgabe am Montag, Teams 2.0 Client, und eine Aufgabe am Dienstag, Einladung zum nächsten Termin. Und wenn wir jetzt hier auch einmal eine Aufgabe öffnen hier, da wird einfach dann hier der Text, den wir markiert haben, als Betreff genommen. Und wir haben auch hier automatisch einen Link in der Aufgabe. Das heißt, wenn wir nochmal wissen möchten, was war der Kontext der Aufgabe, was war das Protokoll der ganzen Besprechung, dann kann ich hier jederzeit klicken auf den Link und OneNote öffnet es mir und dann auch gleich auf der richtigen Seite hier. Und ich habe sogar dann eine Markierung meiner Aufgabe. Also, finde ich wirklich auch eine tolle praktische Funktion, nicht nur den Termin, die Daten vom Termin nach OneNote zu holen, sondern auch jetzt hier aus dem Protokoll wieder Aufgaben in Outlook direkt mit einem Klick zu erstellen. Eine Frage, die manchmal noch gestellt wird, kann man die Outlook-Aufgaben auch direkt an die Kollegen schicken? Ja, das geht prinzipiell. Voraussetzung ist aus meiner Sicht aber, dass die Kollegen auch aktiv mit der Outlook-Aufgabenliste arbeiten. Sonst bekommen sie von uns eine Aufgabe geschickt und vergessen sie dann, weil sie einfach nicht auf die Aufgabenliste schauen. Wenn die damit arbeiten, mit der Aufgabenliste, ist es aber kein Problem. Dann kann ich einfach sagen, okay, ich markiere hier eine Aufgabe für die Jacqueline in dem Fall und sage, okay, Benutzer definiert, die sollte man erledigen vielleicht in der übernächsten Woche. Und dann, okay, Aufgabe zuweisen. Jetzt kann ich hier sagen, okay, Jacqueline bekommt die Aufgabe. Und wenn wir jetzt auf Senden klicken, dann wird die Aufgabe an Jacqueline geschickt, wie quasi eine Termineinladung. Und sie kann dann sagen, Aufgabe annehmen oder Aufgabe ablehnen. Und dann springt die Aufgabe, wenn sie es annimmt, auf ihre Aufgabenliste. An diesem Beispiel, Besprechungsprotokoll in OneNote, kann man schön die Vorteile der Microsoft Office-Programme erkennen. Wir haben hier keine isolierten Inseln, sondern wir haben sinnvolle Schnittstellen zwischen Outlook, zwischen OneNote und so weiter. Also wir können direkt aus Outlook, aus dem Termin hier die Besprechungsdetails uns importieren. Wir können dann das Protokoll führen, egal ob es in dem persönlichen Notizbuch für uns persönlich oder in dem gemeinsamen, auch fürs ganze Team. Wir können danach direkt auch Aufgaben in Outlook wieder erstellen oder auch sogar Aufgaben delegieren an Kollegen. Also das ist ein schöner, runder Workflow, der eigentlich keine Wünsche offen lässt.
Aber mich interessiert auch eure Meinung. Nutzt ihr denn diese Funktionen? Habt ihr weitere Tipps? Lasst gerne einen Kommentar zum Video da. Ich bin da immer sehr gespannt, was es für Meinungen gibt. Und wenn du jetzt noch nicht genug hast und noch mehr Tipps und Tricks zu OneNote kennenlernen möchtest, dann empfehle ich dir noch unser Video 15 versteckte OneNote-Funktionen, die du kennen musst. Jetzt wünsche ich euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Video. Ciao.